Ich scheine hier entkommen zu sein. So, ich habe gerade erstmal meine Kamera in der Höhle verloren. Jetzt rennt mir diese komische Olle in dem blutigen Kimono hinterher. Bin ich denn hier, Mann? Keine Ahnung, wo ich hier bin. Im Tachibana-Haus. Wo es ja überhaupt nicht viele Türen gibt. Da hat sie eine Schublade geöffnet. Das ist ziemlich unfair, dass ich jetzt keine Waffe mehr habe. Da fühlt man sich gleich so hilflos. Dasselbe Zimmer, wo ich gerade drin war. Yep. Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Oh, oh. Na super. Ja, ne? Ohne Kamera, das ist nett. Wo muss ich jetzt hin, bitte? Oder zurückrennen oder was? Das ist ein Schwachsinn, ey. Ich seh nix. Da liegt was. Dieses Haus ist einfach zu groß. Keine Ahnung, wo ich lang renne. Und so viele Wege. Oder links, ich weiß es nicht. Muss da noch irgendwie reinkommen, da hat doch die Kamera hingezeigt. Hier in dieses Nebenzimmer.
dass wir da irgendwie hin können. Und meine Karte sagt, ja, dass alle Wege weg sind. So, diese eine Treppe da, was das ist, keine Ahnung. Da komme ich nicht raus, da komme ich her. Gibt es hier nur noch da unten und hier vielleicht. Kann mich schlecht orientieren. Oh, hier ist eine Treppe. Hier. Ein Lämpchen, das ist gleich. Schön, die Treppe hatte ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht findet man ja noch eine zweite Kamera, ich weiß es nicht. Oder man aktiviert eine Katze. Alles ist viel zu groß hier. Viel zu viele Türen. Viel zu viele Türen. Mann, wieso muss es immer 10.000 verschiedene Räume geben? Baumgrabur, ja, toll. Kuckuck. Bin ich tot? Sehr schön. Da hilft dann nicht mal der komische Steinspiegel. Ja, ohne Kamera ist das ein bisschen unfair, ne? Wollte nur mal so sagen. Will ich nur mal angemerkt haben. You won't leave me alone again.
nicht die Tür auf. Weil ich sonst sterben werde. Trotzdem sind hier viel zu viele Türen. Baumschlüssel. Why did you leave me back then? Nein. Schneller. Mach bitte schneller. Ich hasse die Rolle. Bin ich jetzt in Sicherheit? Ich werde niemals in Sicherheit sein. Jetzt ist sie hinter mir. Boom. Viel zu viele Räume. Die Tür klemmt, natürlich. Super. Jetzt klemmt die Tür. Und ich? Ich werde hier drin sterben. Ich keine Ahnung, ob ich mir die aufmache. Mann, ey, ich hasse sowas auf den Tod. Zwei Knöpfe, vielleicht funktioniert es wieder ein anderer Mechanismus. Waren hier nicht Puppen drin? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren keine Puppen drin. Gut, dann mach ich jetzt die Tür auf und bring mich um, so. Ich sowieso nicht weiß, wo die Puppen sind. Hier waren doch irgendwo welche. Ist das du? Mann, ich hasse sowas. Dass ich nicht mal wehren kann. Why didn't you come back? So, jetzt ist die Olle wieder drin. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wieso sie in die andere Richtung läuft? Ey, ich schwör's, das regt mich so auf. Ich komme aus der Tür rausgerannt und sie... Ich dreh mal wieder um. Ich renn mal wieder in die andere Richtung. Kann doch wohl nicht wahr sein. Darf ich das nochmal alles neu machen? So, ich habe jetzt die blöde Puppe und jetzt hoffe ich, dass ich hier langsam mal rauskomme. Ich werde dies hier gleich einfach drin. Are you going to break your promise? Mann. Vor allem, dass man nicht mal speichern kann. Ich gucke jetzt in der verfickten kompletten Lösung, wie man diese dummen Statuen drehen muss. Das regt mich nämlich langsam auf hier alles.
Oder darf ich jetzt laufen? Na, sie geht sogar automatisch. Nein, tut sie nicht. Tut sie natürlich nicht. Sollte sie auch. Und ab ins andere Haus. Keine Ahnung, wo ich hin muss. La 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 la. Da muss ich, glaube ich, hin. Nicht sei, glaube ich jedenfalls nicht. Trotzdem muss ich in das verkackte Drecksuhrenzimmer. Wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Durch das... Oh, was ist denn das hier, Mann? Scheiß Kabel. Durch dieses Zimmer. Das doofe Uhrenzimmer. Ich weiß nicht, wo ich langrenne. Ich weiß aber nicht, wo ich langrenne. Kann sie nicht hier reinrennen? Das ist so behindert, wenn man keine Waffe hat. Jetzt einfach durch die Pisser hier durch. So, wo ist jetzt das scheiß Uhrenzimmer? Schön dran vorbeigerannt. Super. Ganz, 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 ganz großes Kino. Ja, rennen wir doch nochmal durch die durch. Weil es so schön war. Weil das Uhrzimmer ja direkt angeblich hier gegenüber ist. Aber ich sehe nichts. Ich will nicht rennen. So. Hier soll angeblich eine Leiter sein. Angeblich. Sehe ich aber nicht. Ich hasse es. Ich hasse es. Über alles. Wenn man nicht weiß, wo man lang muss. So, ich speichere jetzt und mache mal eine kurze Pause. Alles ein bisschen beschissen jetzt gerade. So, wir sind bei der richtigen Treppe angelangt. Und ich habe mich gerade ziemlich verjagt, als ich in der Komplette so ein bisschen was gelesen habe. Und plötzlich knallt die Olli hier auf den Boden. Hatte vergessen, dass das passiert, wenn man zu lange in einem Ort weilt. So. Wir holen uns unsere Kamera wieder. Dann gehen wir weiter hier. So.
Ich habe meine Kamera wieder. Sehr schön. Und ich heile mich mal eben. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo lange ich jetzt muss? Moment. Tja, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss einfach wieder irgendwie weiterrennen. Weil diesmal habe ich ja die Kamera. Kann also auch die Geister killen, die da rumrennen. Hoffentlich nicht Sai. Ah, wo ist er? Da ist er. Und kann dann auch durch die Türen dort. Oh, ein bisschen daneben. Erschlagene. Nein. Objekt? Nein. Kamera, ja. Da sind wir wieder. Diesmal aber mit Kamera. Witzig, passiert gar nichts. Jetzt. Kann ich jetzt hier trotzdem nicht rein oder was? Das letzte Mal die Olle gesehen. Wo ist denn der Schlüssel? Der hier angeblich irgendwo liegt. Obwohl, das stand da nicht wirklich, aber. Hier ist auf jeden Fall ein Geist. Irgendwo. Ganz in der Nähe. Der Zwilling. Sehr schön. Ganz toll. Krieg ich dafür gar keine Punkte mehr, oder was? Das ist ja lame. Ja, dann gibt es ja keinen Grund, hier weiter rumzuchillen. Warte mal, was ist denn das hier? Bisschen auffällig. Hier bin ich hergekommen. War ich da hinten schon drin? Ne. Thank you.
immer noch wieder eine Präsenz. Wo? Direkt hier. Da sind sie. Und der Schütze einfach tot. Könnte ich mir echt vorstellen. Warte mal, kennst du diesen Ort nicht? Nö. Oder? Schon wieder ein Treppenhaus mit der Uhr. Diesmal war einer heil. Da liegt was. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt wieder die runterfällt. Kommt das ja so wahnsinnig bekannt vor. It's okay. Wo? I'm sorry. Da war er. Da ist doch einer. Weinende Mai. Tja. Glockenschloss. Pokémono. Ich glaube, gegen den muss ich gleich noch kämpfen. Ich glaube, ich bin nicht allein. Auf jeden Fall nicht so. Ich muss das raschen. Wie komme ich hier wieder raus? Versuchen wir es doch mal so. Schon wieder alte Treppe. Was hier? Ein weiterer Gang. Und das ist hier? Ebenfalls ein weiterer Gang. So viele Möglichkeiten, so viele Wege, das ist unglaublich. Aber ich war hier schon mal, natürlich war ich hier schon mal. Hier hat mich die Olle gejagt. Oh, ich hasse sie. Das ist natürlich die Frage, wo ich lang muss. Entweder muss ich nach unten oder ich muss... Ich versuche mal hier unten. Hier ist schon wieder ein Speicherpunkt. Ach, hier war ich ja schon mal, genau. So, waren hier nicht Dorfgeister? Wer kommt, sah er mir wieder entgegen, da habe ich keine Lust. Bin ich denn schon wieder? Ach, dieses Haus ist einfach zu riesig. Echt mal. Da hinten ist übrigens noch eine Präsenz, die ich noch nicht weggemacht habe. Oder rot bedeutet einfach nur abgeschlossen. Ja, hier war ich doch gerade schon. Jetzt check ich gar nichts mehr. Hier war ich doch schon mal. Uhrenzimmer, ja toll. Schon wieder ein anderes Uhrenzimmer. Ich wollte doch da hinten hin. Oh Mann, dieses Haus ist verwirrend. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Na toll, geh ich eben hier lang, mir doch egal.
Jetzt gehe ich wieder schön zurück. Wie man merkt, ne? Da glitzert doch was in der Schublade. Ich sehe es doch von hier. Spiegelsteine, ja toll. Präsenz. Oder habe ich mich da schon wieder verguckt? Natürlich, ich bin auf der falschen Seite. Ich kann keine Karten lesen. Langsam macht es keinen Spaß mehr. Vielleicht liegt das daran, dass ich heute schon über 4 Stunden gespielt habe, oder so kommt mir etwas vor. Und wo war jetzt hier die Kacktür? Hier. War die das? Und die ist auf jeden Fall offen. Also die war es wahrscheinlich dann wohl doch nicht. Jetzt bin ich in einem anderen Vorführzimmer. Oder ist es... Nein, es ist dasselbe, wo ich schon mal drin war, oder? Nein, es ist doch ein anderes. Und ich kann nicht... nichts machen. Wir gucken einfach mal schön zu. Da ist der Kusami.